Okay. Ja, Most Wanted war auch das letzte bei mir. Wann das jetzt? Hau ab. Ich kann das jederzeit wieder auf PC 2 spielen, die haben es auch noch da. Wo war denn jetzt noch das andere? Da waren noch zwei Points, die ich vergessen habe. Ah, okay. Vor allem, wie ich die Karte halt immer noch auswendig kenne, ne? Sowas vergisst du auch nicht. Ich fand mir die KI total geil. Fährst rein. Komm, einer von hinten, Martin. Okay. Ja, 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 ja. Der Soan. Um Gottes Willen. Rose. Ja. Rooms. Don't let me down. Rooms. Dieser Mini-Pixel. Das war ein unser Auto ab. Mal gucken, ob ich den Civic jetzt auch mit bei hab. Ja, komm, zeig. Sei an hier. Aber der bleibt hinter uns so, der will uns gar nicht überholen. Na, die Kiste haut schon gut ab, wa? Na, wo ist er denn? Da. Der wartet bestimmt auf seine Kollegen. Ja. Ich gucke mal schon die ganze Zeit im Seitenspiegel, bitte, wann er zum bitte, Überholen bitte, ansetzt. Bitte. Ach, leck mich doch am Fuß. Mit Teufel. Also stehst doch drauf. Ich hab ja nicht mal den Opel. Was? Peugeot, Ford, Corolla, Nissan, Mazda, fertig, feiern. Lol, das ist ja nicht vorbei, ne? Der Version. Dann nehme ich den Mazda. Den hab ich auch mal. Platz da. War nur schief ist schöner. Nein, nein, das Breitbauer ist, das finde ich auch geil. Weiß gar nicht, gibt's das? Ja, der ist auch, genau. Der ist richtig geil. Aber da kommt's halt. Ha? Das kommt leider aber auch erst zum Schluss nachher, ne? Ja, und dann auch nur, wenn du, ich glaube, irgendwas Bestimmtes gemacht hast. Den kriegst du nicht so einfach. Nee, das ist mehr zum Ende. Wo das Spiel, wo du das Spiel schon fast durch hast, kriegst du das erst. Ja, und dann musstest du auch irgendwelche Rennen dafür fahren, bin ich der Meinung. Ja, das waren diese zum Schluss, diese goldenen Rennen, da musst du fahren daher. Ja, genau, irgendwie sowas war da. Buddy, musstest du gerade auch Maut bezahlen? Ja. Nämlich auch. Mein Kontostand beträgt jetzt momentan 4749 Euro. Boah. Auch nicht schlecht. Ich, dachte, ja, ich ja. bin arm, aber ich bin bei 60.000. Ja, aber dafür bin ich schuldenfrei. Ja, das Witzige ist, ja. Die Fahrer, die ich engagiert habe, ne, die hat mir jetzt vielleicht 9.000 Dollar gebracht, und, aber ich muss einfach 69.000 Dollar Lohn bezahlen. Das ist auf jeden Fall rentabel. Ich fange bei dir an zu arbeiten. Wann? Ja. das, ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen. 69.000, das kann da nicht hinkommen. Wie gesagt, ich fange sofort bei dir an zu arbeiten. Sag mir wo. Jo, also da bin ich dabei. 9000 Euro kriege ich, 61 kriege ich, passt. Kriegt vielleicht mein Lümmel oder so. Genau, ey. Das Dreckchen will ich nicht. Was? Das Dreckchen will ich nicht. Der ist gewaschen. Ja. Vor 5 Jahren, ne? Klar. Heute Morgen vor 5 Jahren. Nächstes Jahr Weihnachten ist wieder soweit. Ja, nächstes Jahr Weihnachten wird er zweimal gegen die Tanne geklopft. Jetzt, jetzt weiß ich, für Eichel wie sie war, Alter. Also ich muss auf die Waage, Martin. Stopp. Ja? So, jetzt pass auf, der lädt sich jetzt durch. Das ist das, was ich meine. Das geht eine Weile und dann lädt er sich durch. Können wir uns jetzt noch eine Dreiviertelstunde gucken, den Ladebildschirm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also früher lag es daran, dass er zu viele Kerne gekriegt hat zu spielen. Ja, da wurde schon wieder abgehauen oder was? Eigentlich war der die ganze Zeit hinter uns, aber ich denke mal schon jetzt, ja. Da überlegen, was könnte ich denn noch mal zocken? Bock zu. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu zocken gerade. Ah, ich glaube, ich mal die Biege. Alles klar. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, mach's gut, ne? Ciao.
Das hat er nicht gesagt jetzt gerade, oder? Was hat er nicht gesagt? Dass er keinen Bock mehr hat zum Zocken. Hat er gesagt. Hat er. Was ein Untermensch. Das Problem bei ihm, er zockt einfach nur das Falsche. Deswegen hat er auch keine Lust. Deswegen hat er auch keine Lust mehr zu zocken. Ja, er hat halt nicht wirklich was zum Zocken, man merkt's ja. Naja. Er ist ja nur am Switchen. Ja, wenn er sich mal vernünftig, weiß schon, das 64 ja. Bit. Ich sag dazu nichts mehr. Ah, das war der mit dem 32 Bit. Genau, ja. Okay. Kevin halt, ne? Ja, das ist halt ein Kevin, was ist aber. Soll ich darauf antworten? Soll ich darauf antworten, ja. Martin, du sollst nicht mal aufs Handy gucken. Ich hab genau gesehen, wie du rübergezogen hast. Geh, du Schalümmel. Das mach ich aber auch immer. Jetzt fährt er mit Absicht Schlangenlinie. Lass die Finger vom Alkohol, mein Freund. Wieso, der macht das so lustig. Ja. Petzkeule, ey. So. Petz die Keule, ey. In ATS grüßt man sich wegen. Ja, größtenteils zumindest. Ja. Hat oder man wird angehubt. Also die einzigen, die wirklich, das muss man echt sagen, wirklich so sagen, die einzigen, die nicht, also oder einen grüßen, das sind echt die Franzosen. Also die, der Rest, der grüßt eigentlich. Naja, aber mir sind auch schon ein paar Russen vorbeigefahren, die haben auch nicht gegrüßt. Ah gut, hast du auch bei, ja. Aber ich finde jetzt größtenteils war das bisher immer Franzosen. Bin schon froh, dass sie nicht so auf den Straßen fahren wie in echt. Party Not Maker, ey. Der Bauherr von der Autobahn war auch ein bisschen besoffen, was? Ja. Auch mal eine schöne Strecke hier. Yep. Hat der Rico etwa ein Bärtchen? Logisch.
Das verpasst. Was? Ja, Tom, du hast mich jetzt schon eine Woche nicht mehr gesehen, da wächst viel. Wird Zeit für ein Käffi am Müsse. Ja, genau. Kennt ihr euch denn echt? Ey, ja, wir sind Brüder, Mann. Natürlich kennen wir uns. Das war ja auch ein Witz. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, weißt du? Ist das ein Knaller, ey. Na, Rico, was ist los mit dir? Ja, ich weiß nicht, was du da hinten schon wieder treibst, dass du so abgehst, ey. Boah, aber ich glaube, ich freue mich auch voll so irgendwie auf dieses Gaspedal. Ja, kannst du auch. Ja, das ist ein ganz anderes Fahren auch. Ja, ich finde das auch viel geiler, weil ständig diese... Alter, das macht suchtig, du kommst, kommst davon nicht mehr weg. Du bist halt bloß ein bisschen umgebucht sein, weil die Pedalen ziemlich steif sein werden anfangs. Ja, aber was Kevin jetzt gesagt hat, dass ihn das so stört mit den Abbauen und so, aber mit dem Lenkrad, also ich muss sagen, mich stört das irgendwie gar nicht. Also ich muss sagen dazu, ich baue das Lenkrad nur ab, wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, ein paar Wochen nicht mehr spiele. Dann baue ich es komplett ab, sonst nicht. Sonst habe ich es auch vielleicht auf dem Schreibtisch mal drauf. Ja, genau. Aber wie gesagt, ist halt ein Kevin, was willst du erwarten? Ja! Einfach zu viele Kevins auf der Welt, ey. LOL, Ragnar Lodbrok. Der echt? Den habe ich gestern auch schon gesehen. Triple X gibt's auch. Hunter ist gerade erst. Ja, siehst du den auch gerade? Achso, ja, du guckst auch bei mir. Der Name Ragnar sagt mir irgendwas. Ja, von Vikings. Ah, da war doch was. Ja, apropos, ich hab schon lange nicht mehr weitergeguckt. Amerika und rote Ampel, das sind richtige Pflaumen, ne? Ja. Echt schlimm, nein. Ich musste jetzt gerade viermal hintereinander an einer kackroten Ampel anhalten. Was ich ja interessant finde, Martin, dass er uns hier durch die Stadt schickt, obwohl wir eigentlich auf dem Highway weiterfahren hätten können. Ja. Wir nehmen dann immer den kürzesten Weg. Ja. Nicht den effizientesten, das ist ja das Problem. Ja, genau. Ist halt Google. Bestimmt. Ui. Ja, aber das wäre doch auch mal geil, wenn über Google das Maps so ein Truck Simulator mit den echten Straßen dann wären. Hast wohl nicht weit genug ausgeholt, wa? Nee. Sowas gibt's bei dem Flugsimulator. Nicht früh genug zum Lenkgang gefahren. Ja. Echt, den hab ich noch nie gespielt. Ich auch nicht, ich hab hier so einen Streamer, der macht das immer, der ist auf Flugsimulator und der sieht dann auch andere Spiele so auf der Map, die dann vorbeifliegen an ihn und so. Richtig cool. Okay. Aber stellt's mir, das wäre nichts für mich, ey. Ja doch, also ich würde es glaube ich geil finden irgendwie. Da habe ich auch mal Flugsimulator gespielt, weißt du auch schon eben, gell? Ey, ich bin mal. Ich hab vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren oder was, hab ich diesen Zugsimulator gespielt, diesen Train-Simulator. Da bin ich fast wahnsinnig.